Der Hauptverdächtige der Pariser Anschläge, Salah Abdeslam, wollte sich am 13. November beim Länderspiel Deutschland-Frankreich im Stade de France in die Luft sprengen, machte dann aber einen Rückzieher. Dies sagte Abdeslam bei seiner ersten Vernehmung durch die belgischen Behörden aus. In Paris gab der zuständige französische Staatsanwalt am Samstag Einzelheiten von der Vernehmung Abdeslams bekannt. Salah Abdeslam hat während seiner Vernehmung durch die belgischen Ermittler gestanden, dass, ich zitiere, er sich im Stade de France in die Luft sprengen wollte, aber, und ich zitiere wieder, er zurückgeschreckt sei. Seine ersten Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie werfen eine Reihe von Fragen auf, die Abdeslam zu beantworten haben wird. Frankreich erließ einen europäischen Haftbefehl gegen Abdeslam, um dessen Überstellung zu beschleunigen. Der 26 Jahre alte französische Staatsbürger wehrt sich jedoch gegen seine Auslieferung. Wir haben der Überstellung an Frankreich widersprochen, denn ich glaube, es gibt ein Verfahren in Belgien, das zuerst beendet werden muss. Er muss sich erklären und die Auslieferung an Frankreich muss zurückgestellt werden, während in Belgien die Ermittlungen durchgeführt werden. Gegen Abdeslam und einen Komplizen wurde Anklage wegen Mordes und Terrorismus erhoben. Deutsche Behörden ermitteln wegen eines Aufenthalts Abdeslams in Ulm.